Herzlich willkommen in Üsatzons Welt. Ich bin Üsatzon oder Hertha, je nachdem, was ich gerade schreibe. Heute soll es wieder mal um Stilmittel gehen, und zwar um die Verknappung. Ich mache das aber heute nicht alleine, sondern in Kooperation mit meinem lieben Kollegen Frank. Der heißt auf YouTube The Man Behind the Words. Ich verlinke ihm seinen Account unten in der Videobeschreibung und auch sein Video zu diesem Thema. Er widmet sich dem Begriff der Eisbergmethode. Schaut bitte vorbei. Es ist irrsinnig interessant, was er dazu zu sagen hat. Und auch zum Subtext. Schaut euch auch seine anderen Videos an. Da erfahrt ihr ziemlich viel auch über Dinge wie die Autorenvita oder wie man ein Exposé schreibt und noch jede Menge anderes. Scrollt einfach mal durch und lasst ihm etwas Liebe da und auch ein Abo. So, natürlich auch für mich, wenn euch das Video gefallen hat, gern liken, abonnieren, kommentieren. Das Spiel kennen wir. Ja, es geht um Stilmittel und wer das Stilmittel der Verknappung. Wer mich kennt, weiß, knapp wird's hier nicht. Ich werde einige Begrifflichkeiten nennen und auch erklären aus der Rhetorik. Die muss man echt nicht können und ich tue mich da bei einem auch schwer mit der Aussprache. Mal schauen, wie ich es hinkriege. Sonst dürft ihr dann gerne über mich lachen, ist mir wurscht. Und Griechisch ist jetzt nicht gerade meine Sprache. Dann legen wir los. Was ist jetzt die Verknappung überhaupt? Es werden Wörter ausgelassen oder verschoben, um die Bedeutung des Geschriebenen bzw. Gesagten zu erhöhen, Pointen zu erzeugen oder auch Tempo. Manchmal lässt man auch etwas ungesagt, um den Leser dann zu überraschen. Gerade bei Krimis ist das oft gut, wenn man einen Plottwist plant, dann muss man ja nicht immer alles en Detail beschreiben. Es ist ja auch nicht wichtig und wird ja auch langweilig, wenn man immer alles ganz genau ausspricht. Ich meine, wer in einem Dialog lässt den anderen schon permanent ausreden? Manchmal fällt man dem Gegenüber auch ins Wort. An mit der Ellipse. Das kennt im Prinzip jeder von uns und wir wenden es auch unbewusst an. Man hebelt hier die Grammatik aus und trotz der Auslassung bleibt der Satz verständlich. Wird der Satz unverständlich, dass es so verknappt wird, dann hat man es falsch gemacht. Man muss es immer verstehen können. Es handelt sich hier darum, dass man das Wesentliche in den Vordergrund rückt und alles andere bleibt eben ungesagt oder wird so zusammengeschraubt, dass man es gerade halt noch versteht. Manche Ellipsen erhöhen auch das Tempo und das eignet sich dann gut, um Spannung zu erzeugen. Es wird auch in Dialogen, kann man es gut anwenden, wenn man kurz und knapp was sagen will, Befehlssprache raus. In Zusammenhang mit der Geste weiß jeder, dass man jetzt verschwinden soll. Oder rein oder zu mir. Es weiß jeder, was gemeint ist. Wir haben da eine Ellipse, der Satz ist nicht fertig gesprochen, es fehlen wichtige Satzteile, aber es ist verständlich und jeder kennt sich aus. Weitere Beispiele hätten wir hier: Ende gut, alles gut, hier werden Sie geholfen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, was nun, wir sind Papst. Wären so übliche Beispiele, die man kennt aus der Werbung, aus Schlagzeilen. Der nächste Begriff ist das Zeugma. Diese Worteinsparung verwende ich unheimlich gern. Man erzeugt damit eine gute Lesbarkeit und setzt eine Beziehung eines Satzteils unter anderem eines Verbs, des Prädikats, auf zwei oder mehrere Satzglieder, während es semantisch
nur zu einem passt. Ich erkläre das gleich anhand von Beispielen. Er hob den Blick und eine Hand zur Tür. Gestern liefen sie aus dem Haus und durch die Straßen. Ihr vorrangiges Ziel war, den ersten Testlauf zu bestehen und der Blicke der neugierigen Zuschauer. Die Fragen der Journalisten waren lausig und auch das anschließende Dinner. Der See kann sich der Landvogt nicht erbarmen. Das ist aus Friedrich Schillers Wilhelm Tell. Die vorigen Beispiele waren von mir. Katilina sparte schließlich weder an Kosten noch an Mäßigung. Das ist von Sallust und schon etwas älter. Der nächste Begriff, die Aposiopese. So, dass ich es gerade nicht buchstabieren muss. Das ist eine Sonderform der Ellipse und hier werden die wesentlichen Aussagen eines Satzes verschwiegen. Der Empfänger muss sie sich selbst erdenken oder eben erraten. Und hier kann man viel Dramatik erzeugen oder auch Pathos. Wenn ich dich in die Finger bekomme, wäre zum Beispiel so ein Satz. Oder der kann mich mal. Oder das auch. Hast du wirklich? Nein. Hast du nicht? Oder doch? Nein. Das kannst du unmöglich. Ein berühmtes Beispiel kommt jetzt noch von Gotthold Ephraim Lessing aus Emilia Galotti. Wenn es mir nicht gelingt, den Grafen augenblicklich zu entfernen, so denke ich, doch, ich glaube, er geht in diese Falle gewiss. Ich denke, jetzt könnt ihr euch vorstellen, was damit gemeint ist. Der nächste Begriff wäre das Anakolut. Es ist wieder eine Sonderform und bricht völlig mit der Grammatik, indem der Satz richtig anfängt, dann aber abgebrochen und anders formuliert wird. Ihr habt das sicher schon oft angewendet und auch gehört und man macht das auch unbewusst. Ein Anakolut ist kennzeichnet für den mündlichen Stil der Alltagssprache, habe ich eben gesagt. In der wörtlichen Rede verleiht er dem Protagonisten, der Protagonistin eine gewisse Zerstreutheit, Aufgeregtheit, Nervosität. Er sagt vielleicht sogar etwas über den sozialen Status der Person aus. Da gibt es jetzt drei Formen. Den Ausstieg, den Abbruch des Gedankens, die Retraktion, der Satz wird völlig umgebaut und den Umstieg als drittens, den Wechseln der syntaktischen Satzkonstruktion. Wie das ausschaut, erkläre ich euch wieder anhand von Beispielen. Der Ausstieg, also ich weiß nicht, hast du gewusst, dass? Trau dich noch einmal. Beispiel der Retraktion. Gestern war es kalt, nicht ganz so. Gestern kam es zu einer Explosion, einem kleineren Unfall im Reaktor. Das ist ein Date. Ich meine, gehen wir einen Kaffee trinken oder etwas anderes? Der Umstieg wäre dann, das ist ein Date mit einem Kaffee oder so. Abgesehen davon war das Fußballmatch gestern sensationell. Wie findest du die neue Kollegin? Hier haben wir im ersten Satz sogar eine Ellipse. Rosemarie hat mir gestern das mit der Dosimetrie erklärt. Ich habe eine Cola getrunken. Und ein Beispiel von Christian Morgenstern. Korff erfindet eine Mittagszeitung. Welche, wenn man sie gelesen hat, ist man satt. Eine weitere Form der Verknappung ist das Apokoinu. Diese Stilfigur dient der Worteinsparung und Verknappung sowie der künstlerischen Kürze. Ein Wort- oder Satzglied bezieht sich auf zwei andere Teile.
Häufig steht das einzelne Wort hier in der Mitte einer Äußerung und bezieht sich sowohl auf das Vorhergehende als auch auf das Folgende. Beispiele: Ich habe hier ein Gedicht von mir genommen und später auch noch was von Friedrich Schiller. Wintersturmgerausche, auf das Heulen lausche, jagen Flocken um die Häuser, wirbeln sie. Hier haben wir in der Mitte um die Häuser. Und jetzt das Beispiel von Friedrich Schiller. Was sein Pfeil erreicht, das ist seine Beute, was da kreucht und fleucht. Das ist seine Beute, steht hier in der Mitte, da haben wir an das Vorangegangene, was sein Pfeil erreicht, das ist seine Beute, das ist seine Beute, was da kreucht und fleucht. An diesen Beispielen, an den gesamten, sieht man deutlich, wie sehr in der Dichtkunst verknappt werden kann und der Text trotzdem verständlich bleibt. Es wird dadurch spannender, ein Text wird interessanter, und man zeigt auch, dass man was kann. Muss man jetzt nicht immer machen, aber ab und zu lohnt es sich, so ein bisschen in der Dichtkunst nachzuschauen, was sich da so ergibt, oder auch aus der Werbung, Schlagzeilen und so weiter. Kann man ja alles verwenden. Das war es jetzt aber von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Verknappen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr fandet es interessant und bleibt auch beim nächsten Video, das irgendwann wieder kommt, dran. Und ja, schaut bei The Man Behind the Words vorbei. Und wie gesagt, liken, abonnieren, kommentieren, das kostet nichts. Und freut das Dichterherz, das Schriftstellerherz. Bis dann. Tschüss.